Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin immer noch in Weißenfels. Ich kann mich hier irgendwie nicht gerade loslösen, weil es gibt ja nur tolle Sachen. Tolle Kameraden habe ich schon kennengelernt, tolles Gerätehaus, tolle Fahrzeuge. Wie gesagt, und es leuchtet schön grell und es ist ein besonderes Fahrzeug. Was es für ein Fahrzeug ist, wird uns gleich der Andi erzählen. Den Andi hole ich mal kurz zu meiner Seite. Andi! Hier bin ich wieder. Du hast noch Lust, das finde ich super. Mit der Zeit wird natürlich auch der Mund schon ein bisschen fusselig, ne? Aber was haben wir denn hier für ein schönes Fahrzeug? Ja, wir haben hier einen TLF 2450 nach alter Norm. 2450, muss ich mir überlegen, was heißt denn das überhaupt? Also ein Tanklöschfahrzeug, das ist klar. Und dann die 2450 ist immer interessant. Die 24 müsste für die Pumpenleistung. Aber die Pumpenleistung. Genau. Und die 5000 oder die 50, die rührt daher, also es sind knapp 4800 Liter Löschwasser und noch mal ein bisschen was über 500 Liter Schaumittel. Ah, okay, also damit ihr wisst, wie sich die Zahl zusammensetzt. Okay, also TLF 2450, bin ich ganz gespannt. Aber was ist denn rein äußerlich, was ist das für eine scharfe Farbe? Was ist denn das? Die Farbe nennt sich Tagesleuchtrot. Wir haben die Fahrzeuge wurden damals beschafft, vor allem der alte Rüstwagen und der Gerätewagen Gefahrgut, weil die Fahrzeuge auch vermehrt auf der Autobahn oder auf den zwei Autobahnabschnitten im Einsatz sind. Da geht es ganz einfach um die eigene Sicherheit und ja, dass man das aus der Ferne schon besser sieht als das normale RAL 3000. Das Gehäuse ist ja nicht irgendwie Metall, das ist nämlich GFK, das ist was Besonderes, ne? Das ist sozusagen ein Kunststoff, ne? Gewebe. Das ist was ganz Besonderes zu der Zeit gewesen, sozusagen, dass man gewichtssparender und trotzdem statisch super Fahrzeuge gebaut hat. Okay, was haben wir denn hier? Ja, einmal zuerst wieder den schweren oder den Rüstsatz für die schwere technische Hilfeleistung. Ja, wieder große Schere, großer Spreizer, wie wir es beim Rüstwagen schon hatten. Zusammen wieder mit Material für die schnelle Erste Hilfe. Weil auch hier ist es ja so, dass die Hauptamtlichen das Fahrzeug besetzen und auch gleich die Erste Hilfe leisten können. Im oberen Bereich haben wir Rettungssägen bzw. eine normale Motorkettensäge noch. Und dann entsprechend Armaturen zur Wasser. Entnahme bzw. Weitergabe, ein Rauchschutzvorhang. Ich kann es ja wieder nicht abwarten, ne, zum Geräteraum 4 zu kommen, weil das ist für mich so noch meine Zeit. Ne? Immer dieser Schnellangriff über die Haspel, das ist natürlich so der Klassiker, ne? Aber super schnell einsatzbereit. Also hier hinten haben wir noch mal Armaturen, dann gerade was die Schaumzumischung betrifft, Schaumrohre oder auch die entsprechenden Zumischer. Wie angesprochen, hier oben der Schnellangriff. Auf der anderen Seite sehen wir dann nochmal eine Hochdruckeinrichtung. Hier im rechten sehen wir den sogenannten Turbozumischer, wenn das Tanklöschfahrzeug in Verbindung zum Beispiel mit der Drehleiter zum Einsatz kommt, um auch von oben entsprechend adäquaten Schaum abgeben zu können. Wenn ihr große Schaummengen zumischen müsst, gibt es diesen Turbozumischer. Das heißt, ihr führt da ganz normal das Gimmel B ran. Das ist im Prinzip funktioniert wie ein normaler Zumischer. Wie eine Turbine eigentlich. Ja, genau. Wird bloß noch ein bisschen verstärkt. Es geht halt vor allem darum, gerade bei der Höhe von der Drehleiter, dass man dort oben trotzdem den Schaum ordentlich hinbekommt, dass er sich in der Zeit nicht wieder zersetzt. Weil auch diese Schaummitte oder das Schaumwassergemisch, die Qualität, verschlechtert sich, je länger die Förderstrecke ist. Und da man ja bei der Drehleiter ja meistens 30 Meter B hat, wisst ihr ja, geht man mit zwei B-Anschlüssen durch den Turbozumischer durch. Ne? Also schon schön. Und was man auch sieht, auch gleich zwei Schwerschaumrohre. Ne? Das heißt, man ist beim TLF immer so einsatztaktisch darauf vorbereitet, dass man was Größeres löschen muss, Industriegebäude oder sowas, ja, wo man ordentlich Schwerschaum benötigt. Ne? Übrigens verschiedene Schaumarten, dazu gibt es von mir auch ein Video, können wir mal einblenden, und zwar wie man mit den verschiedenen Verschäumungszahlen sozusagen die unterschiedlichen Schaumarten definiert. Ja. Ah. Hier im Prinzip das Herzstück vom Fahrzeug, die besagte Pumpe.
Von hier aus steuert dann der Maschinist. Im oberen Bereich hat er natürlich noch kleine Armaturen zur Wasserentnahme, vor allem aus dem offenen Gewässer. Ja, und ansonsten wird dann von hier hinten entweder die Schnellangriffseinrichtung gefahren oder die Hochdruckeinrichtung oder beziehungsweise auch der Dachmonitor bedient. Das ist natürlich hier so für mich so ein, ne, haben wir so ein bisschen, fühlt man sich wie Scotty auf der Enterprise, ne? Hebel, das ist der Reaktorkern. Nein, wie gesagt, eine schöne Pumpe, alles noch mechanisch gesteuert und, ich sag mal, zuverlässig gesteuert. Also, tolle Pumpe, wirklich. Und hier sieht man nochmal die Nennförderleistung, 2400 Liter pro Minute bei 8 Bar. Ne? Das ist halt alte Norm, heute sagen wir immer so bei 10 Bar, aber das war halt bei 8 Bar 2400 Liter. Also toll, man ist ja am Kurbeln und am Drehen, sehr schön. Aber was ist denn das für ein Bienenkorb da oben? Da will ich mal gucken. Der kommt im Prinzip auf den Saugkorb oben drauf, ja, um zu verhindern, dass dort Teile angesaugt werden. Genau, dass er nicht zusetzt oder genau. Was ist oben drauf noch? Du hast ja Wasserwerfer einmal. Genau, wir haben einmal einen großen Monitor oben drauf. Wir haben Steckleiterteile, Einreißhaken, nochmal kleineres, also längeres Werkzeug. Ja, ansonsten eigentlich nichts. Okay, nichts Besonderes. Okay, super. Alles klar, schauen wir mal weiter. Geräteraum 3. Genau. Hier haben wir nochmal einmal unsere Hochdruckeinrichtung. Ist im Prinzip genau wie drüben, bloß läuft mit Hochdruck. Dann entsprechend dazu noch mal ein paar. Was haben die Hochdruck? 40 Bar oder was haben, ja, die? Genau, die laufen mit 40. Also die laufen so mit 40 Bar ungefähr, diese Hochdruckleitung. Natürlich Druck ist natürlich ein zusätzliches Löschargument. Ist immer schön, ne? Und auch mehr Reichweite, aber auch bessere andere Löschwirkung. Okay. Gut. Hast du das schon mal benutzt? Ich habe das noch nie benutzt. Ist das denn schwer zu halten? Die Hochdruckeinrichtung? Ja, wird eigentlich regelmäßig. Also was jetzt so kleinere Containerbrände oder Pkw-Brände, da kommt es doch schon häufig zum Einsatz. Okay, aber es ist ganz normal zu halten. Ja, ganz normal. Ganz normal, okay. Super, was haben wir hier? Ja, Schnellangriffsverteiler? Genau, den sogenannten Schnellangriffsverteiler. Alles relativ oder alles gut griffbereit, kurze Wege. Um hier keine Zeit groß zu verlieren, noch mal ein paar Zählschläuche, die schon gerollt sind. Also sowas muss man natürlich darauf achten, wenn die jetzt gerollt sind und angekuppelt. Das kann man nicht benutzen wie so eine Haspel. Weil Druckschläuche, ist klar, wenn die gewickelt sind, die klemmen sich dann ab. Ne? Das ist halt der Unterschied zwischen so einem formstabilen Druckschlauch und einem ganz normalen Druckschlauch, dass der halt so jetzt nicht nutzbar ist, wenn man nur halb abzieht. Den muss man komplett rausziehen und dann unter Druck setzen. Ne? Nur so als kleinen Unterschied. Ja, Geräteraum 1. Schauen wir uns das Schmuckstück mal an. Vom kleinen Handwerkzeug hier im Geräteraum 1 bis hin über die Kettensäge. Entsprechendes Zubehör, aber auch größeres Brechwerkzeug oder auch die Wärmebildkamera findet man hier, die relativ häufig im Einsatz ist. Und dann entsprechend dazu die Pressluftatmer für den vorgehenden Druck im Einsatzfall. Da muss ich jetzt mal sehen. Ja, also ne, von der Ausrüsthöhe ist das schon recht angenehm. Also auch wenn das Fahrzeug jetzt nicht neu ist, habe ich jetzt nichts festgestellt, was nicht gut ist. Genau. Das hier alles? Wir sind sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Es ist auch damals schon gut mitgedacht worden. Sehr robuste Technik, alles sehr bewährt. Habt ihr schon die neuen Trägerflaschen? Alles ein bisschen leichter auch, ne? Genau, das sind teilweise alles Kompositflaschen. Ja. Wir arbeiten auch mit dem Hochdruck, mit dem Überdrucksystem. Ja. Hier das Gerät hat einen Totmann-Melder. Und auch da. Super, genau. So, dann schauen wir mal rein. Also hier im Fahrgastraum mit Truppbesatzung, Handsprechfunkgeräte und wieder wie beim Rüstwagen das Multiwarn von Träger, um auch hier zum Eigenschutz besondere Atmosphären freimessen zu können. Was man nur schwer auf dem Video erkennt, ist, man sieht leider im Video wahrscheinlich nicht, wie mordsmäßig hoch dieser Panzer hier ist. Ne? Das ist echt ein Geschoss. Riesig. Ach, und ich bin gar nicht so klein. Andi, nochmal ganz lieben Dank. Was ihr nicht wisst, Andi ist jetzt extra, er hat einen Termin schon versaut wegen mir und hat sich super viel Zeit genommen, auch für euch letztendlich. Das finde ich super Kameradschaft. Hier habe ich erstmal was für dich. Eine kleine Willi-Tasse als Erinnerung und nur mal
In der Feuerwehr tauscht man die Wappen aus. Vielen Dank. Also erstmal danke an dich persönlich für die tolle Leistung. Gerne. Also ich finde ihn einfach super. Also ich bin Fan von ihm. Aber euer Fahrzeug will ich gerne mal kennzeichnen. Ist das für euch in Ordnung? Ja, mal einen Platz finden. Ah, hier drunter, ne? Perfekt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt nicht das modernste, neueste Auto, aber die Gerüche in den Geräteräumen, bisschen Kraftstoff, Öl, ich liebe sowas. Also das ist für mich Emotion. Deshalb wird's für mich gleich ganz bewegend. Tolles Auto. Das ist jetzt vom Kurs, ne? Das ist immer gut. Boah.